überwältigend, vor einer so großen Menge von Leuten zu sprechen und dann noch zu wissen, dass wir ihnen in den letzten Tagen auch eine Menge Kummer und Aufwand gemacht haben. Denn ursprünglich war diese Veranstaltung als Abendveranstaltung auch an anderem Ort geplant. Deswegen danke, dass Sie sich aufgemacht haben, hierher zu kommen, nach Schwäbisch Gmünd in diese Turnhalle, um einer Wahlkampfveranstaltung zuzuhören. Vielleicht geht es vielen von Ihnen ähnlich wie mir. Ich war bis zum Zeitpunkt der Entstehung der AfD auf keiner Wahlkampfveranstaltung irgendeiner Partei, weil ich nicht erwartet habe, dass ich dort die Fragen beantwortet bekomme, die mich umtreiben, und dass ich schon gar keine Gelegenheit habe, gegebenenfalls selbst Fragen zu stellen. Und deswegen ist das Format dieser Veranstaltung, wenngleich überall sehr ähnlich, dann in einem immer wichtig und meiner Ansicht nach richtiger als nur Vorträge zu halten. Sie sollen, nicht alle, das lässt die Zahl nicht zu, aber Sie sollen nachher zu Wort kommen. Sie sollen Ihre Frage stellen, und ich kann Ihnen versichern, wir sind nicht darauf vorbereitet, Ihnen mit Phrasen zu antworten. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen zu tun, und wir haben auch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Mich hat gerade ein Herr angesprochen, als ich reinkam, der von mir wissen wollte, wie wir das Thema Werkverträge und Zeitarbeitsfirmen lösen. Und ich gebe offen zu, die AfD hat nicht für alle Probleme jetzt sofort eine Lösung. Und wir müssen noch eine schlechte Botschaft vielleicht zu Beginn verbreiten. Als vermutlich sehr starke Oppositionsfraktion im baden-württembergischen Landtag werden wir dennoch vermutlich Schwierigkeiten haben, unsere eigenen Ideen mit Mehrheiten zu bestücken. Das ist das Wesen einer Opposition, aber das Wesen der Opposition ist eben auch, die Regierung zu kontrollieren und vor sich herzutreiben. Und wie wirksam die AfD seit 2013 in dieser meist außerparlamentarischen Rolle in Deutschland und auch europäischer Politik gemacht hat, das kann man sehen, und das kann man daran sehen, wie Diskussionen zum Thema EU, zum Thema Euro und nicht zuletzt zum Thema Migration und Asyl sich in den vergangenen Wochen und Monaten doch geändert hat. Und deswegen nehmen Sie die Negativbotschaft nicht so schwer. AfD wirkt bereits, und wenn weiterhin so viele Leute fleißig zu unseren Veranstaltungen kommen und uns dann auch noch wählen, dann glaube ich, wird die Bedeutung einer Partei, die Diskussion nicht scheut, sehr schnell auch weiter anwachsen. Die AfD macht Angst, meine Damen und Herren. Und diejenigen, die draußen stehen und gegen uns demonstrieren, scheinen eben mehr Angst als Verstand zu haben. Denn hätten sie Verstand, wären sie nicht draußen. Hätten Sie mehr Verstand, wären Sie nicht draußen, sondern suchten das Gespräch. Uns ist in den vergangenen Monaten häufig entgegengehalten worden, gerade von Politikern der Konkurrenz, wir würden die Meinungsfreiheit behindern, immer dann, wenn wir uns in der Presse gegebenenfalls falsch wiedergegeben fühlen. Nun, das Thema Presse ist ein ganz eigenes, darüber könnte man einen Abend oder ganze Wochen füllen. Das möchte ich nicht tun, ich möchte nur eins zum Thema Presse und Umgang mit der Presse sagen. Wir sind froh, wenn Pressevertreter da sind, und wir sind froh, wenn das, was wir auf solchen Veranstaltungen sagen, was wir mit Ihnen besprechen, möglichst unkommentiert dann in der Öffentlichkeit erscheint, damit Bürger sich selbst ein Bild machen können. Was wir verständlicherweise weniger schätzen, ist, wenn unsere Worte von vornherein einseitig kommentiert werden. Und glauben Sie nicht, dass wir nicht gut verstehen können, dass auch jeder Journalist seine eigene Meinung hat. Aber die Aufgabe der faktischen vierten Gewalt im Staat ist eben nicht, eine Aufgabe der Agitation zu übernehmen, sondern der Information. Und wenn die vierte Gewalt im Staat wirkt, wie sie wirkt, über alle Kanäle, ob Print, TV oder Radio, dann ist es unsere Aufgabe als Souverän, diese vierte Gewalt auch entsprechend zu kontrollieren. Ich frage heute einmal nicht, wie viele von Ihnen noch nicht vorher bei der AfD waren. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus einige sind, und ich habe mich ganz besonders gefreut, als ich gerade hinten stand, zu sehen, dass auch eine Schülergruppe hier ist. Danke, dass ihr
den Mut gefunden habe, dass Sie den Mut gefunden haben, hierher zu kommen. Und wenn Sie wieder nach Hause gehen, hoffe ich, dass der Mut gewachsen ist, mit anderen in Ihrem Umfeld, Freunden, Schulkameraden, Geschwistern, Eltern, Freunden, weiter über die AfD zu diskutieren. Denn das ist genau das, was unserem Land seit Jahren fehlt. Wir sind ja in eine Diskussionsstarre gefallen, möchte ich sagen. Vielleicht, weil es uns immer noch, und das gilt besonders für Baden-Württemberg, wirtschaftlich überwiegend gut geht und weil wir glauben, dass Freiheit selbstverständlich ist. Ich komme aus dem Teil Deutschlands, in dem Freiheit nun gar nicht selbstverständlich war, und ich habe mit 14,5 Jahren die Seiten gewechselt und habe festgestellt, dass diejenigen, die seit Jahrzehnten Freiheit genießen und Wohlstand genießen, so gar nicht recht wussten, was sie eigentlich daran hatten. Und vielleicht ist das der Grund, warum auch in dieser Phase der gesellschaftlichen Umwälzung das Bewusstsein dafür, die Sensibilisierung im Osten etwas schneller gegangen ist als im Westen. Inzwischen hat sie überall ein rasantes Tempo angenommen. Aber Menschen, die schon einmal für ihre Freiheit gekämpft haben, erkennen sehr schnell, wenn sie es wieder tun müssen. Und deswegen ist die AfD da, weil sie als Fieberthermometer, so möchte ich mit den Worten von Yves Montand sagen, der das in einem schönen Zitat zusammengefasst hat, weil sie als Fieberthermometer in dieser gesellschaftlichen Situation agiert und anzeigt, wo es nicht mehr läuft. Wir sind der Überbringer der kritischen oder vielleicht der schlechten Botschaft. Wir sind aber, lassen Sie sich nichts anderes einreden, nicht die Ursache. Und für ein Fieberthermometer, das wissen nicht nur Eltern von kleinen Kindern, sollten wir alle dankbar sein. Die Alternative für Deutschland ist entstanden, weil sie Diskussionen anstoßen will, die zum Erliegen gekommen sind, weil wir Sprachverbote, Jan Schader sagte das gerade bereits im Zusammenhang mit Wissenschaftssprache, weil wir Sprachverbote oder die Variante des Ausgrenzens nicht länger als gesellschaftliche Realität hinnehmen wollen. Und war es 2013 vor allen Dingen das Thema der nicht passenden Euro-Währung für Deutschland und andere Staaten Europas, dann haben wir diesen Themenblock von Anfang an sehr viel weiter gestrickt. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um eine kleine Rundtour durch das AfD-Programm zu machen, weil ich weiß, dass viele Bürger nach wie vor der Meinung sind, dass die AfD nur ein oder sehr wenige Themen hat. Das war nie so, und auch das Thema Euro war für mich immer nur ein Symptom einer viel tiefer gehenden Demokratiekrise in diesem Land und in Europa, das sich unter anderem dadurch äußerte, dass Bürger von Politikern nicht mehr gefragt werden, nicht mehr wahrgenommen werden. Und so konnte es dann kommen, dass Deutschland ja nahezu das einzige Land in der EU war, das eben nicht dazu befragt wurde, ob es den Euro als Einheitswährung wollte oder nicht. Das fanden viele Bürger schon damals falsch. Und wenn wir jetzt die katastrophalen Auswirkungen der Euro-Rettungspolitik sehen, die alle vertraglichen Entwürfe und Konzepte von Lissabon und Maastricht über den Haufen geworfen hat, dann wissen wir, dass das Versprechen von damals eben ein leeres war und dass der Euro zu keinem Zeitpunkt ein Wirtschaftsprojekt in Europa war, sondern immer ein politisches, mit dem vermutlich auch zum Teil die deutsche Einheit erkauft werden musste. Und das, meine Damen und Herren, ist die schlechteste Voraussetzung, um dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Schauen wir, was die Einführung des Euros in Deutschland angestellt hat, dann erinnern sich bestimmt viele von Ihnen noch daran, dass kurz nach der Einführung Deutschland zum kranken Mann Europas erklärt wurde. Die Euro-Währung hat auch wenige Zeit nach ihrem Start in Deutschland zu Konsequenzen geführt, die durchaus ähnlich mit denen sind, die wir jetzt in viel dramatischerer Weise in den südeuropäischen Staaten erlebt haben. Denn hier, auch hier, floss Kapital in signifikantem Ausmaß ab und die Notwendigkeit zur Kostensenkung war plötzlich da, weil die Investitionslust in den Standort Deutschland merklich abgenommen hatte aufgrund einer inzwischen nicht mehr harten Währung. Und das erforderte dann, und wir haben das alle noch im Ohr, die Einführung der Agenda 2010, um Kosten für Arbeit in Deutschland zu senken. Meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil. Wir befinden uns immer noch auf dem gleich fatalen Weg, das Gegenteil von dem, was Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg als Wirtschaftsstandort erfolgreich gemacht hat. Es war immer eine harte Währung, es waren hochwertige Arbeitsplätze für innovative Produkte aufgrund einer natürlichen Rohstoffarmut. Auf diesen Weg müssen wir zurück. Mit dieser Art von Kostensenkung und Billigproduktstrategie werden wir Deutschland auf Dauer nicht erfolgreich halten. Das ist jetzt schon erkennbar. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die AfD nach dem Sommer 2015 zu dieser Konsequenz in der Programmatik zurückgefunden hat. Wir werden Ende April auf unserem Bundesparteitag, vermutlich in Stuttgart, beschließen, dass die AfD sich für einen Austritt Deutschlands, genauso wie anderer stark Währungsländer, aus der Eurozone ausspricht, um diesen Weg zu verlassen, der eben nur zu einer Abwertung, zu einem Abfluss von Kapital und eben nicht zur Schaffung neuer hochwertiger Arbeitsplätze führt. Wir können das für Deutschland entscheiden, wenn wir irgendwann einmal Macht in den Händen halten, um dies zu entscheiden. Und wir können gerade nicht, wie von vielen anderen Politikern immer wieder versucht, diese Entscheidung zum Beispiel für Griechenland oder Portugal treffen. Das wäre gerade nicht demokratisch, denn auch dort sollte der Souverän das letzte Wort haben und Gleiches beanspruchen wir für uns. Wenn ich gefragt werde, was unterscheidet denn die Alternative für Deutschland jetzt von anderen Parteien? Denn über die Euro-Problematik können Sie in der CDU genauso ähnliche Worte hören. Und auch Wirtschaftsexperten behaupten inzwischen nicht mehr, dass die deutschen Steuerzahler und Sparer die großen Profiteure der Eurozone sind. Auch da fängt man endlich an zu differenzieren und gibt zu, dass es im Wesentlichen exportorientierte Unternehmen sind, die auf Kosten von Steuerzahlern, in Klammern Tage-2-Salden, ihre Gewinne erwirtschaften. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist vor allen Dingen das Thema der direkten Demokratie, das uns so signifikant von anderen Parteien unterscheidet. Als die AfD Partei wurde, gab es durchaus viele Mitglieder, die kritisch waren, ob der Idee, eine Partei zu gründen, weil die Befürchtung, dass jede Partei am Ende so ähnlich wird wie all die anderen, die schon da sind, ja durchaus verständlich war. Und deswegen haben wir von Anfang an überlegt, wie kann der Zustand der verkrusteten Strukturen in den etablierten Parteien, allen voran CDU und SPD, aber inzwischen auch der Partei, die sich in Baden-Württemberg anschickt, die Mehrheit zu erringen, wie kann man dieser Verkrustung vorbeugen, weil Macht immer die Tendenz hat, zu korrumpieren? Und da ist es ganz klar, dass dem Souverän eine stärkere Stellung eingeräumt werden muss. Und das geht nur über die Ergänzung der parlamentarischen Demokratie durch Volksentscheide auf Bundesebene. Die fordern wir aus diesem Grund seit Beginn an. Und es gibt hier und da auch einmal die eine oder andere Partei, die das auch tut. Ich erinnere daran, dass nach der letzten Bundestagswahl SPD und CDU, ich glaube, für einen halben Tag einmal über Volksentscheide gesprochen haben. Ich habe es damals nicht ernst genommen, es war danach auch sofort wieder verschwunden. Und ich glaube, keine der anderen Parteien ist derzeit bereit, Macht zu teilen. Macht zu teilen mit denjenigen, die sie ihm gegeben haben. Aber wenn wir ernsthaft in diesem Land etwas verändern wollen, wenn wir Demokratie neu beleben wollen, dann können wir gar nicht anders, als dem Schweizer Vorbild zu folgen und den Bürger dauerhaft an politischen Entscheidungen beteiligen. Im politischen Diskurs muss sich aber auch noch einiges andere ändern. Neben unserer Forderung, dass Parteien ihre Macht reduzieren sollen, dass es leichter werden muss, neue Parteien zu gründen und möglicherweise auch als Bürgerbewegung an Wahlen teilzunehmen, vielleicht auch auf Bundesebene, müssen wir über die politische Kultur der Debatte sprechen. Und da stellen wir fest, dass Land auf Land ab die Kultur der politischen Debatte in Deutschland keine wirkliche Lernaufgabe ist. Wo finden an unseren Schulen Debatten statt? Debatten mit allen politischen Kräften des Landes, also zumindest allen voran vielleicht den 5 bis 10 größten Parteien. Fehlanzeige. In den meisten Bundesländern gibt es sowas nicht. Stattdessen spricht man von der politischen Neutralität an Bildungseinrichtungen. Und nehmen Sie mir die Polemik nicht übel, diese politische Neutralität mutet zunehmend so an, wie die politische Neutralität in der ehemaligen DDR. Die gab es da auch nicht an Schulen und die gibt es im aktuellen Deutschland auch nicht. Wir müssen neben der fundierten Ausbildung in den Kernfächern und eben nicht den
grün-roten Bildungsexperimenten, die gerade schon angedeutet wurden. Wir brauchen Ausbildung unserer Kinder, unserer Jugendlichen zu denkenden Bürgern. Die mögen anstrengender sein als die, die nur das iPhone, das iPad, den Fernseher und den Computer konsumieren. Wir brauchen sie aber, weil ohne sie diese Gesellschaft keine Zukunft hat. Und deswegen hoffe ich, dass wir als AfD uns in unseren eigenen Kreisen, aber auch außerhalb der Partei für eine offene Debattenkultur einsetzen. Das fällt nicht immer leicht, das wissen wir auch innerparteilich. Das tut weh, wenn man nicht Recht bekommt. Und Recht haben will inzwischen fast jeder. Wobei in der Politik es mehr darum geht, Recht zu behalten, als Recht zu haben. Aber wir möchten vor allen Dingen, dass diese Kultur unseren jungen Leuten wieder selbstverständlich wird und dass eben nicht jemand für seine andere Meinung ausgegrenzt, für außerhalb des politischen oder demokratischen Spektrums erklärt wird oder gar mit Nazi oder Faschist beschimpft wird. Das ist einer Demokratie nicht würdig. Um dahin zu kommen, brauchen wir Zeit. Um diese Probleme anzupacken, wird eine Legislatur weder in Baden-Württemberg noch im Bund noch anderswo ausreichen. Das muss uns klar sein. Insofern ist das Erste, was wir als junge Partei lernen mussten und immer noch lernen müssen, dass Geduld und Beharrlichkeit wohl das Wichtigste ist, was man auf diesem Weg mitnehmen muss. Und das möchte ich auch Ihnen gern an dieser Stelle sagen, denn Sie müssen uns ja dann auch aushalten. Und Sie werden auch aushalten müssen, dass AfD-Politiker an diversen Stellen Fehler machen. Wir versprechen Ihnen also nicht, keine Fehlentscheidungen zu treffen. Wir versprechen Ihnen auch nicht, dass wir nicht zu dem einen oder anderen Thema einmal unsere Meinung ändern werden. Wir möchten Sie dabei aber mitnehmen und erwarten von Ihnen, wir erbitten von Ihnen, dass Sie uns auf diesem Weg kritisch begleiten. Denn Sie sind diejenigen, die am Ende den Parteien die Macht in den verschiedenen Parlamenten, ob kommunal, regional oder national, geben. Und Sie müssen am Ende auch entscheiden, ob Sie mit der Arbeit zufrieden waren. Insofern ist wiedergewählt zu werden noch viel schwieriger, als beim ersten Mal in ein Parlament einzuziehen. Aber bis dahin ist eine Menge Zeit. Und das, was ich gerade über Beharrlichkeit und Dauerhaftigkeit gesagt habe, das gilt eben auch für eines der wichtigsten Themen, das die AfD von Anfang an hatte, und das ist die Familienpolitik. Manchmal glaube ich, dass einfach auch mehr Kinder in unserer Gesellschaft dazu führen werden, dass wir uns zum Teil anders verhalten. Warum? Weil Kinder neugierig sind und gnadenlos ehrlich, wenn sie uns Erwachsene auf den Prüfstand stellen. Und davon brauchen wir wieder mehr, und wir brauchen vor allen Dingen mehr Politiker auf allen Ebenen, die Kinder haben. Denn glauben wir ernsthaft, dass eine Politik, die seit Jahrzehnten vor allen Dingen von Politikern gemacht wird, die keine Kinder haben, glauben wir ernsthaft, dass diese Art von Politik zukunftsweisend sein kann? Kann sie nicht? Sie kann es deshalb nicht, und das hat nichts mit guten oder schlechten Personen zu tun, mit intelligent oder mit dummen. Nein, es hat schlichtweg damit zu tun, dass Kinder uns zwingen, über den eigenen Lebenshorizont hinaus zu denken und zu agieren. Und das kann eben niemand, der keine Kinder hat. Meine Damen und Herren, die AfD setzt sich wie keine andere Partei für mehr Kinder in Deutschland ein. Und ich sage bei dieser Gelegenheit auch hier, dafür wird man in Deutschland für rechtsradikal erklärt. Es ist mir persönlich so gegangen. Ja, Sie meinen das bestimmt nicht so, dass man das beklatschen soll. Es ist auch nicht schön, rechtsradikal genannt zu werden, das kann ich Ihnen versichern. Denn das ist das Totschlagargument, wenn man in Deutschland einen politischen Gegner diskreditieren und am besten politisch beseitigen will. Man stellt ihn in die rechte Ecke, man macht sich den seit Jahren andauernden verbalen Kampf zwischen angeblich Gut und Böse als einem Kampf zwischen Links und Rechts zugute und versetzt oder vertraut darauf, dass die Bürger nicht richtig zuhören. Denn schon lange sind die Grenzen zwischen ehemalig rechtsdemokratisch, und das war die CDU einmal, rechtspopulistisch, rechtskonservativ, rechtsnational, rechtsradikal, rechtsextrem, völlig verwischt. Keiner kann Ihnen genau sagen, was das ist, aber alle werfen mit diesen Etiketten um sich. Und dann kann ich nur eins sagen, wer nur noch über Etiketten reden kann, scheint keine Inhalte zu haben. Wir müssen die CDU, die SPD, die Linken nicht mit Etiketten belegen, und glauben Sie mir, wir hätten auch ganz nette zu bieten. Aber nein, wir möchten weiterhin über Inhalte reden, und ich frage mich, wann die anderen Parteien merken, dass sie auf diesen Weg zurückfinden müssen.
Was müssen wir tun, damit in Deutschland wieder mehr Kinder geboren werden? Wir können niemandem Kinder verordnen. Und unsere Wahlkampfidee von 2014, die Dreikindfamilie zum Ideal zu erklären, hatte nichts damit zu tun, dass wir irgendjemandem private Vorschriften machen wollten. Es war einfach eine recht simple Analyse der Statistik. Denn wenn wir seit bald 70 Jahren in Deutschland sinkende Geburtenraten haben, und zwar mehr als eine Halbierung der Geburtenraten seit dem Jahr 1965, dann werden wir diese Art von Negativentwicklung bei der Bevölkerung nicht dadurch umkehren, dass wir jetzt im Schnitt 2 Kinder pro Familie auf die Welt bringen. Das reicht statistisch nicht aus. Wir brauchen eine Umkehr der Bevölkerungsentwicklung. Wir brauchen mehr Kinder in Deutschland. Und das bedeutet, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, dass Eltern sich für Kinder entscheiden. Und der Kindermangel in Deutschland ist nicht bei denjenigen angesiedelt, die darüber nicht nachdenken. Der Kindermangel ist vor allem nicht bei denjenigen angesiedelt, die auf den Staat vertrauen, sondern der Kindermangel ist vor allen Dingen bei denjenigen am deutlichsten spürbar, die für sich selbst und ihren Nachwuchs eigene Verantwortung übernehmen wollen. Und genau diejenigen Eltern, junge Männer, junge Frauen, die müssen wir bestärken. Bei ihnen müssen wir dafür sorgen, dass das, was sie als Lebensunterhalt verdienen können und sei es noch so schwer, im Wesentlichen bei ihnen bleibt und nicht von Steuer- und Sozialabgaben aufgefressen wird. Da brauchen wir auch eins, und das ist mir besonders wichtig, weil es gerade für diejenigen gilt, die arbeiten wollen und vielleicht Schwierigkeiten haben, ausreichend Geld zu verdienen. Wir brauchen vor allen Dingen eine Wiederbelebung des Leistungsgedanken und wir brauchen ein deutliches Lohnabstandsgebot zwischen denjenigen, die nicht arbeiten, und denjenigen, die arbeiten gehen. Und so folgt die Alternative für Deutschland mit ihrem familienpolitischen Ansatz eben nicht der gängigen Umverteilung von inzwischen sehr, sehr großen Summen, ca. 200 Milliarden pro Jahr, sondern wir folgen dem Ansatz, dass der Staat eben den Eltern das Geld nicht erst nehmen sollte, um es hinterher quasi als Almosen über Sozialleistungen und Familienleistungen wiederzugeben. Das ärgert all diejenigen, die eben vom Staat nicht abhängig sein wollen. Und wir brauchen vor allen Dingen wieder mehr Kinder bei mittleren und hohen Bildungsabschlüssen, bei Akademikerfrauen, die ebenso häufig auf ihren Beruf nicht verzichten wollen und gegebenenfalls auch die Arbeit recht schnell nach der Geburt eines Kindes wieder aufnehmen möchten. Diejenigen sind Leistungsträger der Gesellschaft, was nicht heißt, dass wir mit den Schwächeren nicht weiterhin Solidarität üben müssen. Aber wir müssen solche Sozialsysteme nicht an denjenigen orientieren, die per se vom Staat abhängig zu sein bereit sind, sondern an denjenigen, die aktive Mitglieder der Gesellschaft sein wollen und die eben nicht auf Sozialleistungen allein beschränkt sein wollen. Ich möchte noch 1-2 Themen anschneiden aus dem großen Reigen der Themen, die die AfD seit Beginn an hat und die so wenig diskutiert werden. Die AfD ist eine Partei, die aus Mitgliedern besteht, die oftmals im kleinen und mittelständischen Bereich tätig sind, als Selbstständige, als Freiberufler. Wir sind nicht diejenigen, auch in der Spendenkampagne zu Ende des vergangenen Jahres, die von Großunternehmen abhängig sind oder sich abhängig machen wollen. Wir freuen uns, wenn auch Großunternehmen zu uns finden und merken, dass die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung vor allen Dingen eine für die großen multinationalen Konzerne ist. Wir wollen eines tun, wir wollen in Deutschland den Mittelstand stärken. Und das tun wir nicht, und das wollen wir nicht tun, indem wir dem Mittelstand versprechen, die Steuern zu senken, wie das so manche andere Partei getan hat, sondern wir wollen Transparenz im Steuersystem, wir wollen eine Entlastung von Bürokratie, damit der Mittelstand, der häufig stark diversifiziert ist, aber eben an Belegschaft meistens etwas kleiner und auch an Umsätzen und an Bewegungsfreiheit im internationalen Raum. Wir möchten, dass der Mittelstand das hat, was er am meisten braucht, eine Zukunftssicherung bei Investitionen, und da sind wir wieder bei der Währung. Wir wollen Verlässlichkeit bei Steuern und Abgaben und wir wollen für ordentlich ausgebildeten Nachwuchs sorgen. All das sind langfristige Aufgaben, aber wenn wir akzeptieren, dass es gerade der deutsche Mittelstand ist, der uns auch bis jetzt halbwegs vernünftig durch die Wirtschaftskrise, die seit Jahren in Europa andauert, gebracht hat, dann reicht es eben nicht, wie sonst, den Mittelstand in Sonntagsreden zu loben. Dann müssen wir klar sagen, dass zum Beispiel das sogenannte Freihandelsabkommen TTIP gerade nicht dazu geeignet ist, den Mittelstand zu stärken, sondern ihm mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten zu nehmen.
Ich muss ein paar Worte über TTIP verlieren, weil es ein komplexes Thema ist und weil gerade in Ihrem Bundesland man ja meinen könnte, na gut, jetzt kritisiert die AfD auch TTIP, die Grünen tun das auch. Wo ist denn da der Unterschied? Es ist korrekt, dass die Grünen seit Anfang an TTIP kritisieren, wegen der Gefahr, Verbraucherstandards abzusenken und zu verlieren. Es ist sicherlich ein Aspekt, wobei der Verlust von Verbraucherstandards an vielen Stellen bereits stattfindet und wir dafür nicht erst TTIP brauchen. Das Chlorhühnchen gibt es inzwischen auch aus der Ukraine. Aber lassen wir das beiseite, das ist nicht unsere hauptsächliche Kritik an TTIP. Nein, wir kritisieren, dass nun das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, und es gibt ja andere, die nach gleichem Muster abgefasst wurden, dazu führt, dass in Deutschland und Europa das seit Jahrhunderten gewachsene Rechtssystem de facto außer Kraft gesetzt wird. Und Sie wissen, ich rede über die Schiedsgerichte. Schiedsgerichte, die hinter verschlossenen Türen, ohne Richter, zwischen privaten Anwaltskanzleien, ohne Berufungsinstanz, ohne Transparenz ablaufen. Das hört sich an wie ein Märchen aus einer Diktatur, aber nicht fürs einer westeuropäischen Demokratie. Und wenn wir jetzt sehen, wie es zu diesen Schiedsgerichten kommen soll, wer sie überhaupt hineinverhandelt hat, dann sehen wir, dass gerade diejenigen, die sich sehr stark politisch auf europäischer Ebene für die verfrühte Osterweiterung der EU in Richtung Bulgarien und Rumänien, um zwei Beispiele zu nennen, eingesetzt haben, nämlich unsere Partner in den Vereinigten Staaten von Amerika, nun diejenigen sind, die genau das kritisieren, nämlich die nicht vorhandenen Rechtsstandards an Rechtsstaatlichkeit in den genannten zwei Ländern zum Beispiel, um die Notwendigkeit von Schiedsgerichten zu begründen. Das heißt, wir schaffen erst ein Problem und bieten dann ein undemokratisches Instrument an, um genau dieses Problem zu lösen. Meine Damen und Herren, das ist eine Art von Einmischung in innereuropäische Angelegenheiten, in unsere rechtsstaatlichen Instrumente, wie wir sie von keinem Land der Welt hinnehmen sollten. Und deswegen darf TTIP auf die Art und Weise nicht verabschiedet werden. Wir könnten jetzt einen ganzen Vortrag über TTIP halten und mit Ihnen darüber diskutieren. Es gibt für den Mittelstand massive Probleme beim Schutz des geistigen Eigentums. Es ist jetzt schon schwierig. Nehmen Sie auch nur als Vergleich das Europa-Patent, das es jetzt seit ungefähr 2 Jahren, glaube ich, gibt, ohne Spanien und Italien. Und trotzdem ist es nahezu unmöglich für mittelständische Unternehmen ohne Probleme Patente in den Vereinigten Staaten von Amerika anzumelden, ohne ein großes Kostenrisiko in Kauf zu nehmen. Der Schutz des geistigen Eigentums, gerade für den Mittelstand, die Innovationsfähigkeit, und ich sprach gerade im Rahmen der Währung davon und bei der Bildung haben wir das gleiche Thema, bleibt eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Wirtschaft in diesem Land und auch auf unserem Kontinent, wobei der Mittelstand in Deutschland eben noch stärker diversifiziert ist als zum Beispiel in Frankreich, Italien, Spanien oder in Großbritannien. Insofern müssen wir als Partei unser Augenmerk genau auf diesen Mittelstand richten und dafür sorgen, dass jeder Unternehmer, der bereit ist, ein eigenes wirtschaftliches Risiko mit privater Haftung dafür einzugehen, dass er andere Bürger in Lohn und Brot bringt, Produkte entwickelt und verkauft, dass diejenigen vom Staat nicht noch weiter gegängelt werden und sei es bei Dokumentationen zu Mindestlohn oder zu anderen, sagen wir mal, Statistiken, die wir tagtäglich aufstellen dürfen für die IHK, für das Bundeswirtschaftsministerium, für das Wirtschaftsministerium des jeweiligen Landes. Sie wissen alle, wovon ich rede. Die vereinfachte Steuererklärung haben wir immer noch nicht. Stattdessen braucht man umfangreiche Steuerberatung, um die gesetzlichen Vorausgaben als GmbH zum Beispiel zu erfüllen. Das sind Dinge, bei denen wir der Meinung sind, hier kann man entrümpeln. Das hat Herr Stoiber schon mal versucht, aber nicht geschafft. Hier kann man entrümpeln, ohne allerdings zu vergessen, dass Arbeitnehmerrechte trotzdem Bestand haben müssen. Wir sind nicht diejenigen, die Unternehmer gegen Mitarbeiter ausspielen wollen. Wir fordern sicherlich auch nicht den grenzenlosen Kapitalismus, aber ohne Wettbewerb, meine Damen und Herren, und ohne die Möglichkeit, im Wettbewerb zu bestehen, hat dieser Mittelstand auf Dauer in einer globalisierten Welt keine große Chance. Und diese Chance, die er hat, die wollen wir ihm dauerhaft erhalten. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Selbstverständnis Deutschlands in Europa sagen, weil das einer der nächsten Vorwürfe ist, die wir uns ständig gefallen lassen müssen, dass die AfD eine europafeindliche Partei sei. Nun, es gibt
ja keine größere Unterstellung, die man heutzutage einer Partei machen kann, dass sie mit Europa ein Problem hat, weil viele Deutsche, gerade auch Anhänger der Grünen, ja der Meinung sind, dass Deutschland überflüssig sei und dass man die Nation und die Staatsbürgerschaft zugunsten einer europäischen möglichst schnell abschaffen sollte. Ich glaube, hier braucht es eine ganz entschiedene Gegenbewegung, weil meiner Meinung nach ein gesundes nationales Selbstbewusstsein die Voraussetzung dafür ist, nach innen und außen verantwortungsvoll handeln zu können. Und für alle anderen Staaten in Europa und in der Welt ist dies zu keinem Zeitpunkt ein Problem gewesen. In Deutschland haben wir seit Jahrzehnten erlebt, dass Verantwortung und Schuld nicht sauber voneinander getrennt werden. Und so wird unseren Kindern, wird unseren Jugendlichen immer noch eingeredet, wir müssten alle über die einzigartige deutsche Schuld reden. Ja, Deutschland hat Schuld auf sich geladen in den Jahren 33 bis 45. Das würde niemand von uns bestreiten. Aber die Verantwortung, die uns daraus erwächst, für Freiheit, für Bürgerrechte und für den Rechtsstaat einzutreten, ist riesengroß und die gerät bei dieser Schuldzuweisung manchmal unter die Räder. Und deswegen sollten wir, und deswegen tut es die AfD, in dieser Form dafür kämpfen, dass wir alle es wieder für selbstverständlich halten, unser Land zu lieben. Das heißt nicht, dass wir seine Fehler übersehen, das heißt aber vor allen Dingen, dass wir es für selbstverständlich halten, für unser Volk Politik zu machen und dass wir auch vor dem Wort Volk keine Angst mehr haben, auch wenn man dafür wieder einmal in die rechte Ecke gestellt wird. Denn in diesem Land lebt ein Volk von deutschen Staatsbürgern. Manche haben immer hier gelebt, manche sind zugewandert, haben den Pass seit einigen Jahren. Aber alle, die mit diesem Pass in Deutschland leben, sollten sich einig darin sein, dass es wert ist, für dieses Land zu kämpfen und dass wir alle gemeinsam dafür verantwortlich sind, dass es eine positive Zukunft hat. Wenn wir das tun, müssen wir über Einwanderung und Asyl reden. Und ich möchte das ganz kurz machen, weil wir es nicht in allen Aspekten heute beleuchten können. Aber die AfD ist an der Stelle relativ klar. Sie sagt, seit 2013, lange bevor Frau Merkel ihre unbegrenzte Einladung ausgesprochen hat, aber lange nachdem in der Europäischen Union bereits die Weichen für diese Art der ungehinderten Migration gestellt wurden. Insofern kann man Frau Merkel nicht die alleinige Schuld an der Situation zuweisen, nur die maximale politische Verantwortung, dass es so eskaliert ist. Die AfD hat seit 2013 bereits eine strikte Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht eingefordert. Und das haben wir getan, weil bereits damals klar war, dass unser Asylrecht, das eines der liberalsten in der Welt ist, dazu missbraucht wird, Einwanderung zu betreiben. Und dies ist von allen anderen Parteien mehr oder weniger bis jetzt nicht nur stillschweigend, sondern ganz öffentlich geduldet worden. Wir möchten das nicht. Wir sind der Meinung, dass es das Recht eines souveränen Staates ist, darüber zu entscheiden, wer hierher einwandert und wer hier dauerhaft lebt. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht politisch und anderweitig Verfolgten widmen, dass wir ihnen Aufnahme gewähren, aber Asyl und auch subsidiärer Schutz oder der Schutz vor Krieg nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist nicht gleichzusetzen mit einem dauerhaften Bleiberecht. All diese Aufnahmerechte sind Aufenthaltsrechte auf Zeit und das wird von allen anderen Parteien in Deutschland totgeschwiegen. Lassen Sie sich deshalb auch von Forderungen jetzt der SPD oder auch der CDU nach geregelter Einwanderung nicht hinters Licht führen. Denn gerade bei der SPD wissen wir, dass dort das Einwanderungsgesetz nun gefordert wird, um die primär illegale Einwanderung zu legalisieren. Aber meine Damen und Herren, so darf das nicht sein. Was wir tun müssen, ist, kurzfristig dafür zu sorgen, dass Grenzen kontrolliert werden. Sie wissen, das heißt in Mainstream-Sprech, Grenzen schließen, abschotten. Das ist völliger Unsinn. Niemand will eine Abschottung und ja, Grenzkontrollen kosten Geld, aber Deutschland war auch Export- und Reiseweltmeister vor dem Schengen-Abkommen und vor dem Euro. Also lassen Sie sich auch hier nicht verdummen. Wir müssen unsere Grenzen kontrollieren, damit wir wieder Herr der Lage sind, damit wir wissen, wer in Deutschland eigentlich ist, wer sich hier aufhält. Und das wissen wir bei vielen hunderttausend Menschen derzeit nicht, die in den letzten Monaten unkontrolliert und unregistriert über die deutschen Grenzen gekommen sind.
Als zweites müssen wir dafür sorgen, dass gesetzliche Anreize seit Jahren kontinuierlich ausgebaut und von einer, ich möchte sagen, Flüchtlings- und Asyllobby massiv politisch beworben, und zwar in Deutschland und in Europa und finanziert möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, sondern ziemlich sicher auch von unserem großen amerikanischen Bruder, George Soros, sagt Ihnen ja vielleicht was. Da gibt es diverse Finanzierungsquellen. Das sind also gesetzliche Anreize, die in Deutschland dazu führen, dass der Asylbewerberleistungssatz nahezu Hartz-IV-Niveau hat, dass diese Art von Anreizsystemen abgebaut werden. Denn sonst muss man sich nicht wundern, wenn Migranten aus aller Welt sich aufmachen, um mit Duldung der deutschen Bundesregierung unser Asylrecht zu missbrauchen. Politisch verantwortlich sind dafür nicht die Migranten. Die nutzen die Möglichkeiten, die Europa, die Deutschland ihnen bietet. Aber staatlich verordneter Missbrauch von Gesetzen muss dann eben auf politischer Ebene bekämpft werden. Und deswegen hat die AfD in den vergangenen Monaten Land auf Land ab gegen diese Art von Asyl- und Migrationspolitik protestiert, im Saal oder auf der Straße. Mittelfristig und langfristig müssen wir auch darüber nachdenken, nicht nur, wie wir diejenigen, die sich illegal und unberechtigt in Deutschland aufhalten, wieder in ihre Heimat zurückbringen, sondern wie wir natürlich auch mit denen umgehen, die hier bleiben dürfen, und dass wir für eine durchaus signifikante Anzahl von Leuten dafür auch Sprachkurse brauchen und andere Integrationsmaßnahmen. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist nur, für wie viele trifft das überhaupt zu? Und wollen wir zweierlei Recht anwenden, nämlich das Recht, an das sich die deutschen Bürger halten müssen und die anderen, und mit dieser Situation quasi nach einem Zweiklassensystem umgehen. Und meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Der Rechtsstaat funktioniert nur, wenn gleiches Recht für alle gilt. Und deswegen möchten wir, dass die Bundesregierung, was sie derzeit überhaupt nicht tut, denn sie isoliert sich in ganz Europa, nicht nur bei der Asylpolitik, sondern auch bei anderen Themen, deswegen möchten wir, dass die Bundesregierung eben nicht nur 17 Briefe in 17 Staaten schreibt und darum bittet, dass diese Herkunftsstaaten ihre eigenen Bürger zurücknehmen, was die meist kalt lächeln mit einem Nein quittieren, sondern wir möchten, dass die Bundesregierung auch darüber nachdenkt, dann Entwicklungshilfe gegebenenfalls zu streichen, wenn Herkunftsstaaten ihre eigenen Staatsbürger nicht zurückakzeptieren. Was die Menschen angeht, die bereits hier sind und die in vielen Fällen werden wieder ausreisen müssen, haben wir schon vor Monaten vorgeschlagen, wie sonst bei vielen internationalen Krisen völlig normal Aufnahmezentren unter dem Mandat der Vereinten Nationen aufzubauen, und zwar in Staaten, wo es deutlich günstiger ist, die Menschen menschenwürdig zu versorgen. Davon hört man Land auf Land ab nichts, weil sich alle daran gewöhnt haben, dass der Rechtsbruch fortgesetzt akzeptiert wird. Wir akzeptieren ihn nicht, und wir möchten, dass an dieser Stelle die Bundesregierung endlich mal das Heft des Handelns in Europa in konstruktiver Weise in die Hand nimmt, anstatt sich den Problemen, beginnenden Problemlösungen der anderen europäischen Staaten, zum Beispiel der Visegrad-Staaten und der Westbalkan-Staaten unter der Führung von Österreich zu verweigern. Das heißt, wir werden das Thema der Migration und der Asylpolitik nicht kurzfristig lösen können. Das ist auch die Wahrheit, die uns allen klar sein muss. Das, was seit Jahren an Fehlentwicklung betrieben wurde, und das ist eben keine Fehlentwicklung seit dem Sommer 2015, sondern mindestens seit dem Jahr 2005, 2006 und gipfelte in der veränderten Asylverfahrensrichtlinie der EU im Jahr 2011. Das werden wir über Jahre hinaus politisch begleiten müssen, und es wird nach Aussagen vieler Experten, auch deutscher Wirtschaftswissenschaftler, zu massiven finanziellen und auch sozialen Belastungen führen. Trotzdem ist meine Vision eines wieder auf den rechten Weg gebrachten Deutschlands, dass unsere Frauen, unsere Mädchen, unsere Jugendlichen auch zukünftig keine Angst haben müssen, wenn sie ins Schwimmbad gehen oder im kurzen Rock auf dem Marktplatz stehen. Und dabei kommen wir dann nicht an der Kenntnis vorbei, dass Einwanderung, wenn wir dafür Kriterien selbst definieren, auch die Religion nicht ganz aus dem Blick lassen kann. Ja, Deutschland übt Religionsfreiheit und Religionstoleranz, aber Religion gehört ins private Leben. Und die Scharia gehört nicht als Konkurrenz gegen das Grundgesetz.
Uns allen ist klar, dass die Einwanderung, wenn sie sich so fortsetzen sollte, und wir werden alles dafür tun, dass das nicht der Fall ist, sollte sie sich aber so fortsetzen und Millionen von Menschen gerade aus dem arabisch-muslimischen Raum nach Deutschland und Europa kommen, und wir sehen bereits in Frankreich und Belgien, die diese Entwicklung sehr viel länger erlebt haben, wohin das sozial führt, dann werden wir uns damit konfrontieren lassen müssen, dass die deutsche Gesellschaft sich in der Öffentlichkeit ändert. Und zwar ändert dahingehend, dass andere Werte prädominant werden, weil die schiere Zahl an Personen, die dann hier in Deutschland lebt, Lebensgewohnheiten ganz aktiv zu ihren Gunsten verändert. Und das ist eine Frage der Religion, das ist eine Frage, ob wir wie in Deutschland und Mitteleuropa eine weitgehende Trennung von Kirche und Staat und eine aufgeklärte Kirche erleben oder ob wir es mit einer Religion zu tun haben, die in Teilen nach Aussage eigener Religionsanhänger faschistische Züge trägt und eben ein Staatsverständnis darstellt und kein Privatleben allein ist. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht unsere Vision von Deutschland. Wir möchten, dass Religion möglich ist, Religion privat bleibt und dass das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung die wesentlichen Pfeiler unseres Staates bleiben und dass dies hoffentlich auch für ganz Europa gilt. Meine Damen und Herren, damit das so bleibt, müssen wir auch darüber nachdenken, wie Europa zukünftig aussehen soll. Und da stellen wir fest, dass die Europäische Union den erfolgreichen Weg von Freiheit, Verantwortung und Wettbewerb, den die IG und vorher die EWG groß gemacht haben, schon lange verlassen hat zugunsten einer fortschreitenden, tieferen politischen Integration. Euro, Sozialgesetze, Steuergesetze und was da alles noch so in Brüssel geplant ist. Und auch ohne aufzuhören, ohne zu verlangsamen, derzeit von der Brüsseler Kommission weiter fortgesetzt wird. Glauben Sie nicht, dass die Probleme der Migrationspolitik des Euro die Brüsseler Beamten und die EU-Kommissare dazu bringen, in diesen Bemühungen der vertieften politischen Integration nachzulassen. Nein, die Bankenunion wird genauso weiter vorangetrieben wie die Schaffung von möglicherweise gemeinsamen Steuergesetzen. Und nur der Brexit zeigt, dass es Länder gibt wie Großbritannien, die sich dieser vertieften politischen Integration widersetzen. Wir brauchen aber keine bilateralen Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien allein. Nein, wir brauchen eine große europäische Diskussion darüber, welches Europa wir wollen. Und wenn die AfD dabei ein wesentliches Wörtchen mitzureden hat, dann sind wir dafür, dass wir mit einem weißen Blatt Papier neu anfangen und dass wir zurück auf den Weg eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktes, vielleicht getrennt nach Regionen, uns begeben, zum Beispiel nach Mittel-Nordeuropa, Südeuropa und Osteuropa, wo die wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Für mich, meine Damen und Herren, ist es kein europäisches Erfolgsrezept, wenn wir zum Beispiel in Rumänien nur noch verlängerte Werkbänke deutscher oder französischer Firmen haben. Das ist keine Eigenständigkeit, die wird dauerhaft nicht europäischen Frieden bringen. Und dafür müssen wir eben auch zulassen, dass sich Europa in verschiedenen Geschwindigkeiten entwickelt und dass gegebenenfalls in einigen Zonen Freihandel möglich ist und in anderen eventuell nicht. Das sind Konzepte, die wir diskutieren müssen, und das können wir nicht, indem wir versuchen, an den Verträgen von Maastricht und Lissabon herumzudoktoren. Glauben Sie nicht, dass mit den derzeitigen Beamten und Politikern in Brüssel dies auch nur im geringsten möglich wäre, denn keiner von denen, fast keiner von denen, vielleicht mit Ausnahme unserer eigenen Abgeordneten, aber das sind nur noch zwei, sind bereit, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen. Und ich kann Ihnen sagen, der ist finanziell nicht schlecht ausgestattet. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass die Macht der Brüsseler Institutionen reduziert wird. Und wir könnten sogar darüber nachdenken, dass die aktuell mehr als 50% der Gesetzesvorlagen, die bereits auf Brüsseler Ebene entschieden werden, zurückverlagert werden in die nationalen Parlamente. Denn hier wählen sie ihre Abgeordneten. Meine Damen und Herren, wir brauchen kein EU-Parlament, in dem eine Gesetzesinitiativkraft besteht. Was wir haben, sind Regierungen, die in den nationalen Parlamenten, im Bundestag oder auch im House of Commons, egal wo in Europa, Gesetzesvorlagen einbringen. Und wenn die in den jeweiligen Ländern überall eine Mehrheit finden, dann können wir sie gern europäisch auf einer gemeinsamen Arbeitsebene umsetzen. Aber dazu brauchen wir nicht 750 Abgeordnete Europa, von denen die allermeisten von Ihnen keine Ahnung haben, was sie jeden Tag tun.
Dann, meine Damen und Herren, hört nämlich auch das unsinnige Ping-Pong-Spiel auf, das wir immer wieder erleben, dass nationale Regierungen ihre Verantwortung für unliebsame Entscheidungen an die Brüsseler Kommission auslagern und den Europarat, wo dort im Parlament und in der Kommission entschieden wird und am Ende die Verordnung oder Richtlinie nach Deutschland zurückkommt, um dann hier im Parlament abgenickt zu werden. Das ist eine Art von Entscheidungstourismus, den wir nicht brauchen, der unserem Prinzip von Subsidiarität komplett widerspricht, nämlich dem Bestreben, Probleme dort zu lösen und zu entscheiden, wo sie auch entstanden sind. Dort, wo Demokratie funktioniert, weiß der Bürger noch, wer, warum und wie entscheidet. Und zu diesem Prinzip müssen wir unbedingt zurück. Damit Ihnen noch Zeit für Fragen bleibt, möchte ich schließen und möchte Ihnen Mut machen, sich weiterhin mit der AfD zu beschäftigen und natürlich hoffentlich auch Sie am 13. März hier in Baden-Württemberg zu wählen. Seien Sie versichert, dass wir wissen, welche große Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Wir nehmen diese nicht leicht und wir stellen fest, dass die tägliche Arbeit im Parlament als Oppositionsfraktion keine leichte ist. Nehmen Sie uns aber auch ab, dass wir wissen, dass wenn wir es jetzt nicht schaffen, den Prozess der immer weiteren fortschreitenden Entfremdung zwischen Politikern und Bürgern aufzuhalten, dass dann vielleicht die Chance so bald nicht wiederkommt. Und insofern wünschen wir uns, dass viele Bürger den Mut haben, aus der Wohlfühlzone des politischen Konsens, der gern von Grün und Rot und sonstigen gepredigt wird, zu verlassen, weil nur das Ergebnis einer kontroversen Diskussion in der Regel ernsthafte und zukunftsweisende Ergebnisse liefert. Und die bekommt man eben nicht umsonst. Ein letztes Wort zum politischen Stil, weil das eine Hauptfrage in der derzeitigen Diskussion ist. Warum provoziert die AfD so oft? Könnten wir nicht etwas leiser sein? Könnten wir nicht sachlicher sein? Nun, meine Damen und Herren, es ist leider mediale Realität, dass derjenige, der differenziert und manchmal auch langatmig antwortet, meistens nicht verstanden und schon gar nicht zitiert und gehört wird. Es war Adenauer, der gesagt hat, man muss sich erstmal unbeliebt machen, danach wird man auch ernst genommen. Und ein bisschen davon stimmt. Man muss erst einmal auffallen, um dann im politischen Theater mitspielen zu dürfen. Das reicht natürlich als Stilmittel nicht aus. Aber glauben Sie mir, meine Damen und Herren, wir sind bereit, die inhaltlichen Debatten zu führen, wenn wir gehört werden. Und gehört werden müssen wir, damit wir die da draußen übertönen. Herzlichen Dank. Applaus